Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch und heute dekorieren wir eine Streichholzschachtel. Die ist ungefähr, was war das, 11 mal 6 cm groß und ich habe einfach mein Lineal genommen und habe mir die Flächen ausgemessen, damit ich dann ungefähr weiß, wie groß meine Flächenbedeckung sein müssen, beziehungsweise die Mattung, das Tonpapier, was ich verwende, und darauf halt das Designpapier. Natürlich muss man auch, also ich habe das Innere auch mitgestaltet und habe halt das auch in etwa ausgemessen. Ist natürlich nicht so einfach, weil, wie ihr seht, ist es auch ein bisschen krumm. Hab das Beste draus gemacht und ich mache ja meine Mattung immer 4 mm größer in beide Richtungen als jetzt das Designpapier. Und dementsprechend habe ich das halt mir alles notiert, damit ich mich nicht verschneide, weil das passiert nun mal. Hier habe ich einfach Tonpapier in hellblau genommen. Ich habe so eine Aufbewahrung für meine Reste. Das ist speziell für Tonpapier. Davon habe ich 2 Stück. Und dann habe ich hier meinen kleinen Hebelschneider, mit dem schneide ich mir dann halt die Mattung zu. Die größeren Flächen ergeben eine Fläche von 10,6 x 6 cm und die kleinen sind bei 10,6 x 1,6 cm. Das Innere ist natürlich etwas kleiner, wie gesagt, das ist irgendwie 9,9 x 5,2. Aus den übrig gebliebenen Streifen helfe ich mir mit meinem Trimmer, die 1,6 cm breite Streifen zu schneiden. Ist gar nicht so einfach, da kann ich mit meinem Hebelschneider so kleine Flächen gar nicht schneiden. Ich behelfe mir hier auch ein bisschen mit dem lila Masking Tape vom Action. Das kann man ja wirklich so lange benutzen, bis es gar nicht mehr klebt. Und das ist meine dritte Hand, die mir so ein bisschen beim Schneiden hilft. Und so sehe ich zu, dass das Papier sich nicht verzieht beim Schneiden. Wie ihr seht, hebe ich auch die Papiere vom Action, von meinen Standschablonen auf. Wenn die Verpackung relativ neutrales Muster hat, wie hier, und die Farben mir zusagen, bewahre ich das halt tatsächlich auf. Und wie ihr seht, war das so eine Phase, wo die wirklich alles gepunktet hatten und alles so ein bisschen in so einem Türkiston, was ja absolut meins ist. Und ja, das habe ich jetzt als Designpapier quasi benutzt und es muss ja kein richtiges Designpapier sein. Wie ihr seht, auch mit Verpackungsmaterial kann man sehr gut schneiden und arbeiten. Habe für die Feinheiten auch wieder meinen Trimmer mir rausgesucht. Hier konnte ich noch eine Ecke festhalten. Das war okay, weil sind wir bei einer Breite von 1,2 cm. Wenn es halt zu frimmelig wird, dann ist Klebeband natürlich ein sehr guter Hilfsmittel. Sehr gutes Hilfsmittel. So, das, was ich nicht mehr brauche, wird entsorgt und die größeren Stücke kommen wieder auf Seite für ein nächstes Projekt. Jetzt habe ich alle Grundflächen soweit zurechtgeschnitten. Gucke, dass das auch alles halbwegs passt. Und dass ich alle Flächen habe, die ich brauche. Ich habe mich entschieden, die Kanten des Verpackungsmaterials noch ein bisschen einzufärben. Dafür habe ich von Distress Ink das Tumbled Glass mir ausgesucht und ein Schwämmchen, beziehungsweise Fingerschwämmchen heißen die, glaube ich, genau. Und damit färbe ich meine Kanten ein. Nach dem Schneiden sind sie halt weiß, weil das Papier ist nicht durchgefärbt. Wie gesagt, das ist kein richtiges Designpapier und ich mag das halt nicht, weil das irgendwie sich sehr stark abhebt und ich habe mir das einfach angewöhnt, die Kanten einfach einzufärben. Hier habe ich einfach einen Blauton gewählt, was halt dem gesamten Projekt irgendwie entspricht. Und nicht zu sehr ablenkt oder zu sehr ins Vintage rutscht. Mit dem Trimmer oder mit dem Rolltrimmer ist es halt so, dass bei Tonpapier oft das Papier oder die Kanten nicht so sauber sind. Deswegen habe ich das jetzt mit der Schere ein bisschen korrigiert.
Ich klebe mit dem Klebestift das Designpapier auf das Tonpapier. Und da die Fläche so klein ist, habe ich jetzt das Tonpapier bestrichen anstatt das Designpapier. Das war für mich halt einfach. Man muss nur aufpassen, dass man halt nicht zu nah an den Rand geht. Und ich möchte das hinterher halt mit meiner Nähmaschine vernähen. Wer das nicht braucht und nicht möchte, nicht kann, wie auch immer, kann das natürlich auch jetzt schon mit doppelseitigem Klebeband oder mit Flüssigkleber oder Kleber eures Vertrauens einfach festkleben. Ich weiß, dass nachdem ich das Ganze mit der Nähmaschine genäht habe, das auf jeden Fall bombenfest sitzt. Hier fand ich das noch ein bisschen, das Tonpapier zu groß war, deswegen habe ich so wirklich ein Millimeterchen weggeschnitten. Und das ist halt manchmal, ich sag mal, der Hebelschneider ist super, aber die Skalierung ist ein bisschen schlecht abzulesen ab und zu. Und da passiert halt schon so das ein oder andere Mal, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwie dann doch nicht genau angelegt hat. Und das kann man halt sehr schnell nachkorrigieren. Hier seht ihr, habe ich das Ganze vernäht. Ich habe auch einen fertigen Kreis mir genommen mit meinem Namen drauf. Das steht irgendwas mit Einzelstück. Genau, Einzelstück mit Liebe handgestempelt von Natascha. Und das habe ich dann halt mit einem Handstanzer gemattet, beziehungsweise mit einem ausgestanzten Wellenrandkreis. Und ich habe gedacht, ich habe ja mein altes Projekt, das ich jetzt vor ein paar Tagen gemacht habe, mit der Eule und dem Fuchs. Das habe ich mir quasi als Vorlage genommen für dieses Projekt. Und da habe ich auch mit Washi-Tape gearbeitet. Allerdings habe ich das Washi-Tape vor dem Nähen bei meinem anderen Projekt gerissen und aufgeklebt und dann anschließend erst genäht. Hier ist mir das irgendwie zu spät aufgefallen, beziehungsweise ich habe mir gedacht, warum denn nicht eine Alternative, warum nicht mal was anderes machen, und es hat auch super funktioniert. Ich reiße mir tatsächlich so ganz kleine Stücke. Wie gesagt, die Fläche ist nicht groß, also da muss man jetzt nicht, keine Ahnung, was für ein dickes Washi-Tape benutzen. Viele sind ja auch relativ breit, deswegen reiße ich sie auch in der Mitte durch und dann habe ich einerseits mehr vom Klebeband, andererseits gefällt mir das dann von der Fläche her besser oder von der Flächenaufteilung. Das ist so ein kleiner Hingucker, der das Ganze aber nicht irgendwie zerstört oder das Gesamtbild zu stark verändert. Ich drücke das Ganze ziemlich gut fest an. Gehe aber später nochmal mit meinem Falzbeil drüber, damit der Kleber wirklich gut sitzt und sich das Washi-Tape nicht mehr ablöst. Habt ihr ein altes Washi-Tape, was zum Beispiel gar nicht mehr so gut klebt, hilft dann auch da drunter Flüssigkleber zu setzen und dann das Ganze festzudrücken und zu verteilen, dass der Kleber überall sitzt. Und dann löst sich das Washi-Tape auf jeden Fall gar nicht mehr. Ich weiß nicht, also ich habe meins schon eine Weile. Zum Beispiel das Graue, was ich jetzt benutze, ist von 2016. Ja, und selbst nach 8 Jahren klebt es richtig gut. Das Graue ist übrigens vom HEMA, das Hellblaue auch, also sage ich mal, einfarbigen. Das mit der Folierung ist vom Action von 2018. Ich weiß nicht, also erst habe ich mich gegen Washi-Tape tatsächlich gewehrt. Ich wollte das damit gar nichts zu tun haben. Ich fand das jetzt auch nicht so, ich habe den Sinn da drin nicht gesehen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen mit Planern und ähnlichem. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann brauchst du doch irgendwie ein bisschen Auswahl. Und das ist irgendwann so ausgeartet, dass ich inzwischen bestimmt über 1000 Rollen zu Hause habe. Und das zählt halt zu den Produkten, die ich gar nicht mehr kaufe. Und wenn ihr mich ärgern wollt, dann ist das quasi, könnt ihr mir sowas schenken. Und ich habe einfach keinen Platz mehr dafür. Sind wir mal ehrlich, ich habe einen ganzen Container hier an der Seite, Schubladencontainer, der ist voll. Und mein Washi-Tape hat noch andere Aufbewahrung gebraucht, weil es einfach nicht mehr reinpasste. Und so geht es mir halt auch mit Designpapieren. Hier habe ich übrigens alte Stempel von Wolf of Joy mir rausgeholt. Ich habe viele Stempel in meiner Sammlung, die teilweise schon in der Ewigkeit nicht benutzt worden sind. Oder manche sind auch, sage ich mal, brandneu. Die sind zwar auseinandergeschnitten, teilweise montiert,
Aber die kamen definitiv zu selten zum Einsatz. Und hier habe ich mir gedacht, zu der Karte, die ich mit dem Motiv schon mal gemacht habe, vor, ich glaube, 4 Wochen, wollte ich das Thema Sternchen so ein bisschen mit aufgreifen und habe, da ist mir tatsächlich zuerst dieses Schnörkel-Stempelset von Flati eingefallen und ich habe gedacht, warum nicht? Ich habe das bestimmt schon Ewigkeit nicht mehr benutzt und man sollte ja seine Sachen gut nutzen. Die Verpackung ist übrigens ein bisschen glänzend, würde ich sagen. Das heißt, sie ist beschichtet. Deswegen habe ich mich entschieden, mit dem iCarvel Ink zu stempeln. Das ist ja nicht auf Wasserbasis. Das hält quasi auch auf Folien und ähnlichen glatten Produkten. Und ja, ich möchte nicht, dass das Ganze irgendwie verläuft oder die Farbe nicht richtig einziehen kann. Habt ihr normales Standardpapier? Könnt ihr auch mit dem normalen Dye-Ink, also mit Tusche stempeln, auch arbeiten. Das ist kein Problem. Alkalvel-Ink ist halt etwas anders von der Konsistenz und von den Bestandteilen. Und ja, das passte halt zu diesem Projekt besser. Ich benutze auch immer wieder dieselbe Farbe. Das ist übrigens zu der Distress-Farbpalette angepasst. Das ist das Hickory Smoke, also ein Grauton. Bei den schmalen Seitenteilen habe ich die teilweise zusammengelegt und sie erst dann bestempelt. Das ist jetzt übrigens der kleinere Schnörkel, der braucht auch nicht viel Fläche. Und nachdem ich beide mehrmals gestempelt habe, habe ich meinen Heißföhn rausgeholt und habe tatsächlich auch das Ganze geföhnt und getrocknet, weil ich weitermachen wollte und die Gefahr besteht, dass man halt die Farbe, solange sie nicht ganz getrocknet ist, verwischt. Und das wollte ich halt nicht. Und deswegen muss auch mal der Föhn herhalten, wo normalerweise ich die Sachen einfach liegen lasse und halbe Stunde später oder so mich da hinten setze und dann weiterverarbeite. Aber irgendwie war ich heute so motiviert. Ich habe das Video fast an einem Stück durchgedreht. Und wir sind noch am selben Tag und ich mache schon das Voice-Over, was sehr ungewöhnlich für mich ist. Aber ja. Und so habe ich das fertig und kann euch morgen das Video hochladen, passend zu dem Projekt, wenn es zur Challenge online geht. Wie immer, Stempel reinigen. Hier benutze ich ganz normales destilliertes Wasser aus meiner Sprühflasche und ein Mikrofasertuch. Auch die Flächen, die nass werden, natürlich mal trocknen. Zurück auf die Folie, wo es hingehört. Und so geht auch kein Stempel verloren. Wie ihr seht, das Set ist ziemlich groß, da sind sehr viele kleine Stempel dabei. Und da wir bei Whiff of Joy waren, habe ich mir auch zwei Stempelsets, beziehungsweise sind eigentlich mehrere auf einer Platte. Ich habe sie so zusammengelegt, damit ich die halt platzsparender aufbewahren kann. Das, was ich mir am Ende ausgesucht habe, ist ein Babyspruch und zwar It's a Boy. Naja, genau, da ist es. Und das montiere ich, beziehungsweise es war nicht montiert. Das heißt, das ist nur das Stempelgummi, was ich hatte. Das habe ich auf einen Acrylblock gesetzt, wo eine spezielle Folie drauf ist. Ich komme jetzt auf den Namen nicht drauf. Ach ja, genau. Take and Peel. Das heißt, die bleibt dauerhaft auf dem Acrylblock und die ist selbstklebend und gilt. Also hält den Stempel an Ort und Stelle und man muss den nicht direkt noch montieren. Wenn man eine gewisse Ansammlung an Stempeln hat, geht das auch ganz schön ins Geld, wenn man für jeden Stempel auch noch S-Mount bestellen muss. Ich habe mit den, also ich habe das mit dem gleichen Stempelkissen gestempelt wie auch vorhin im Hintergrund. Und ja, ich habe mein Gina K. Stanzschablonenset. Da habe ich die kleinste Labelstanze mir ausgesucht und dafür habe ich eine Schablone, die war vorher schon fertig. Da habe ich mein Motiv bzw. meinen Spruch ausgerichtet, fixiert und dann habe ich mir gedacht, ja, ein bisschen das Y wird ein bisschen abgeschnitten, wir versetzen das Ganze noch ein bisschen und fixieren das mit Klebeband und jetzt kann ich einfach die Stanzschablone in diese Öffnung reinsetzen, also es klickt richtig rein und dann stanze ich das perfekt aus. Das ist nicht verzogen, das ist links und rechts bündig und sieht gut aus und die Schablone wird aufbewahrt. Die kommt zusammen mit den Standschablonen in dieselbe Folie wieder zurück.
Und aus dem Reststück Papier habe ich noch dreimal den gleichen Label gestanzt, um den Spruch halt zu hinterkleben, damit das Ganze dann ein bisschen Höhe hat, bisschen stabiler ist. Das ist dann wie Pappe. Das Schöne ist aber, es ist quasi ein schönes, festes Element, was dann sich nicht mehr verzieht, nicht mehr sich eindrücken kann und wirklich flächig bleibt. Mit dem Tiki Glue vom Action klebe ich das Ganze zusammen. Ich habe das in eine kleine Flasche umgefüllt, damit ich halt den Kleber besser dosieren kann, damit ich ganz feine Linien damit auch ziehen kann und auch feine Elemente zusammenkleben kann. Da ist so eine feine Spitze schon echt sehr vom Vorteil. Ich hebe das immer an und drücke die Seiten aneinander, damit sich keine Papierschicht irgendwie verziehen kann. Das sieht nämlich dann auch nicht schön aus. Und mit einem Glasornament wird das Ganze dann flach gedrückt und ich lasse das ein bisschen liegen. Das ist das Motiv von The Paper Shelter. Das ist ein Digi-Stempel. Wie gesagt, ich hatte, glaube ich, vor 4 Wochen ungefähr eine Babykarte mit diesem Motiv. Das war natürlich von der Skalierung etwas größer. Das ist halt der Vorteil von Digi-Stempeln. Ihr könnt euch die Größe anpassen. Dieses Motiv selber ist ziemlich klein. So ungefähr 7 mal 4,5 cm. Das heißt, die Flächen zum Kolorieren sind ein bisschen schwierig. Ich habe mit dem Wassertankpinsel und mit den Distress Reinkern koloriert. Das heißt, ich nehme einfach die Farbe mit der Pinselspitze auf und verteile das auf der Fläche, die ich ausmalen möchte. Ich gehe erstmal grob über das gesamte Bild, habe erst mit der Mütze angefangen und mit der Hose. Ich habe halt mich an dem bereits kolorierten Motiv orientiert und habe die Farben aufgegriffen. Das Motiv auf der Karte ist wesentlich größer gewesen, eigentlich sogar schon viel zu groß, aber ich fand die beiden, beziehungsweise die drei sind ja, da ist noch eine Maus in der Mitte, die ein bisschen untergeht jetzt. Ich finde so knuffig, so süß und ja, ich weiß nicht, also Niedlichkeit pur und ja, ich mag diese feinen Linien und ich finde, normale Stempel sind schön und toll, aber auch Digi-Stempel haben ihre Daseinsberechtigung und man könnte das Motiv ja auch in DIN A4 ausdrucken, man kann sich das an die Wand kleben und was auch immer man sich so vorstellt. Also ich habe einfach die Flächen ausgemalt und weitergemacht, bis ich dann meine neue Paletten rausgekramt habe, beziehungsweise eine davon, wo die Braun-, Grau- und Schwarztöne vor allem drauf sind. Für die Hautfarbe habe ich, glaube ich, Leinen benutzt. Antikleinen. Das ist eins der hellsten Brauntöne, würde ich sagen. Und da Babys normalerweise ja nicht gebräunt auf die Welt kommen und relativ hell sind und sobald sie auch, sofern sie nicht in die Sonne gelegt werden, bleiben sie auch lange hell. Deswegen finde ich, brauchen Kinder oder Kindermotive dann auch relativ hellen Hautton. Mit dem feinen Pinsel hier seht ihr, male ich so ein bisschen Struktur mit rein. Ich schattiere das schon so ein bisschen. Auch mit dem kleinen, ganz feinen Pinsel waren die Flächen schon echt eine Herausforderung. Ich habe das grob gemacht, also ich hätte auch viel, viel feiner oder viel größer ins Detail gehen können, aber ich wollte auch irgendwann fertig werden. Deswegen wollte ich mich jetzt dieses Mal nicht so lange dran aufhalten. Ich kann mich auch beim Kolorieren total verlieren, dann kann ich auch 3 Stunden am Stück kolorieren. Das würde mir wahrscheinlich gar nicht auffallen, wie die Zeit vergeht, aber wenn man so ein bisschen unter Zeitdruck steht und man weiß, man hat Abgabezeiten und das muss ja irgendwie fertig werden, dann passt man sich so ein bisschen an, würde ich sagen. Für die Haare habe ich noch ein bisschen mit Braun weiter schattiert. Ich habe in der alten Palette noch
Ich denke mal, es ist so ein Rustbraun. Das ist der einzige Braunton, den ich dann noch drauf habe. Den benutze ich halt dann auch dementsprechend öfters, damit er auch halt auch leer geht. Ich habe die Hoffnung halt aufgegeben, dass es alles zügig passiert. Und deswegen kombiniere ich jetzt beides. Ich habe ja beides da. Habe hier ein bisschen schattiert. Und ich meine, beim Hautton war das auch Tea-Dye, das ich zum Schattieren benutzt habe. Das ist halt auch relativ heller Farbton, aber er setzt sich halt von Anti-Klein schon ein bisschen ab und ist halt dann schöner zum Schattieren. Ich überlege mir halt vorab, wo wirft die Kleidung oder die Persönchen Schatten, wenn das Licht von oben kommt oder von der Seite. Und es ist wie soll man sagen, es ist bestimmt nicht hundertprozentig richtig, wie ich das mache, aber das ist halt so ein bisschen, ich gehe nach Gefühl und meistens finde ich das am Ende auch ganz gut, was ich da betreibe. Ich gehe dann mit Grautönen oft noch in die Flächen rein, um das Ganze noch ein bisschen zu schattieren, die Flächen auch dunkler zu machen oder halt einfach den Kontrast zu vergrößern. Und wenn ich mit dem Grau durch bin, dann gehe ich sogar mit dem Schwarz noch rein. Das Black Suit ist halt ein richtig kräftiger Schwarzton. Allerdings kann man ihn natürlich super mit Wasser verdünnen und dann ist es auch nicht so intensiv. Es tut mir leid, ich bin anscheinend auch nicht immer so im Bild. Ich versuche zwar auf die Kamera zu achten, aber ihr müsst vorstellen, das ist so groß rangezoomt. Die eine Fläche von der Palette ist 2,5 cm im Durchmesser. So als Größenverhältnis. Und ja, es ist dann gar nicht so einfach, auf der kleinen Fläche dann immer im Bild zu bleiben. Ich gebe mir Mühe, ich versuche es. Klappt halt nicht immer. Vor allem versuche ich das eigentlich auch immer so ein bisschen zu drehen, damit das für mich leichter ist, das auszumalen. Und ich weiß, dass das Video halt jetzt im Moment in der fünffachen Geschwindigkeit läuft und dass das vielleicht den einen oder anderen krank macht oder schwer fällt, dann zuzugucken, kann ich auch nachvollziehen. Aber ja, hier müssten wir eigentlich auch schon beim Schwarz sein. Das ist so die letzten Farbschattierungen, sage ich mal, ein bisschen Struktur. Und ich weiß nicht, dadurch wirken die Figürchen einfach lebendiger. Mir fällt auf, dass ich auf meiner Karte ja gar nicht die Wangen, wie ich normalerweise mit Weiß gepunktet habe. Und das habe ich auch bei der Schachtel dann weggelassen, weil ich mich halt, wie gesagt, wirklich sehr stark an dem ersten Motiv orientiert habe. Aber auch so sehen die ganz niedlich aus und ja. Bei den Haaren gebe ich mir meistens etwas mehr Mühe. Es war jetzt wirklich sehr schwierig mit der kleinen Fläche. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das war ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, sehr schnell. Ja, ich habe natürlich dann das Motiv mit der Schere von Hand ausgeschnitten. Habe hier alle meine Elemente. Und dann heißt es eigentlich nur noch aufkleben, zusammensetzen. Und dann ist die Box auch an sich schon fertig. Wir mussten die Box ja vorher nicht erst anfertigen. Ich habe sie so, wie die sind, geschenkt gekriegt. Die sind komplett weiß, was natürlich das Gestalten einen also umso mehr erleichtert. Man könnte die bestimmt auch selber machen. Aber warum soll ich das oder soll ich mir die Mühe machen, wenn ich das schon fertig hier habe? Hier mit dem Picker habe ich ein bisschen versucht, den Kleber oder diese Trägerfolie vom Kleber zu lösen. Das heißt, ich benutze auch eigentlich schon ziemlich lange doppelseitiges Klebeband vom Action und den Tiki Glue vom Action und der kommt, wie gesagt, aus einer kleinen Flasche, da mir die große einfach zu sehr, also die Öffnung ist mir zu groß, die Flasche ist groß und handlich und ich finde, dass die kleine Flasche sich leichter handhaben lässt und quetschen lässt.
Ich habe mit dem Innenteil der Schachtel angefangen, habe das, wie gesagt, jetzt angedrückt, festgeklebt. Und jetzt machen wir mit den Seitenteilen weiter. Die sind relativ dünn, deswegen habe ich sogar mein doppelseitiges Klebeband in der Mitte durchgeschnitten. Hierfür benutze ich meine Tonic Studio Schere mit, ich meine, das war Teflonbeschichtung. Auch die klebt mit einer gewissen Zeit, aber es lässt sich relativ gut mit Alkohol zum Beispiel reinigen. Hier habe ich geguckt, wo die Verklebung der Schachtel ist. Und da, wo die Verklebung der Schachtel ist, ist bei mir quasi die untere Seite. Diese wird jetzt aufgeklebt. Auch da wieder doppelseitiges Klebeband und flüssiges Tacky-Glue vom Action. Ich weiß nicht, ich fühle mich manchmal wie so eine alte Schallplatte, die sich ständig und ständig wiederholt. Aber ja, da kann man nicht viel groß dazu sagen. Ich versuche meine Nägel ein bisschen zu schonen und habe dann ein bisschen das Werkzeug wieder zur Hand genommen, um das Anlösen dieser Schutzfolie hinzubekommen, weil sonst benutze ich immer meine Nägel und die leiden halt darunter. Und ich möchte die, gerade jetzt, wo die ein bisschen mehr lackiert sind, ein bisschen mehr gepflegt sind, ja, so zu behalten. Für die untere Seite habe ich groß nicht dekoriert. Ich habe einfach jetzt das vorgefertigte Label, kann man sagen, benutzt. Das habe ich tatsächlich auch genäht. Und da setze ich etwas versetzt, also nicht komplett mittig, sondern an die Seite, weil irgendwie ist war mir danach. Für die andere Seite auch wieder mit der Schere das Klebeband halbieren, andrücken, die Trägerfolie abziehen und mit Flüssigkleber das Ganze bestreichen bzw. komplette Fläche füllen. Also ich klebe auch da, wo das doppelseitige Klebeband nicht hinkommt. Und so bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass egal welches Klebeband oder Klebemittel, es sollte sitzen. Ich habe mich entschieden, eins von meinen umhäkelten Ringen zu benutzen. Diesmal ist das eins aus brauner Pappe bzw. Kraftpappe und das habe ich mit weißem Häkelgarn umhäkelt. Habe hier noch ein Stück Wellpappe genommen in Grau und ein Reststück von Transparentpapier, was so ein bisschen silbern schimmert. Das habe ich zum Stanzen benutzt und das habe ich einfach gerissen in der Mitte und hinter die Wellpappe mit Tesafilm geklebt. Das Motiv, wie ihr seht, präge ich von der Rückseite mit der Rückseite der Schere, damit das sich so ein bisschen wölbt und dreht und einfach nicht so flach ist. Also nach dem Ausschneiden mit der Schere ist das manchmal ein bisschen komisch und so, keine Ahnung, es wird schöner am Ende. Das habe ich irgendwie aus der 3D-Technik noch und das habe ich einfach beibehalten. Ich habe wieder Pappe benutzt, um das Ganze zu schichten. Hier habe ich auch wieder doppelseitiges Klebeband draufgesetzt. Habe natürlich das Stück Pappe vorher zurechtgeschnitten, dass das auch hinter dem Motiv bleibt und nicht irgendwo an den Seiten rausguckt. Hier auch wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber. Und das setze ich dann jetzt auf meine vorgefertigte Wellpappe, beziehungsweise ich habe mich noch entschieden, zwei Schlaufen zu wickeln aus demselben Nähgarn, was ich auch jetzt zum Nähen der Hintergründe benutzt habe, weil es einfach farblich passt und sich wiederholt. Und ich sage ja, Wiederholung ist immer schön und das setze ich halt öfters um. Habe mich entschieden, das Ganze nochmal zu erhöhen, das heißt nochmal eine Schicht Pappe. Die Pappe ist nicht wirklich dick, also ich würde sogar schätzen, das ist noch nicht mal ein ganzer Millimeter oder allerhöchstens 1 Millimeter hoch. Drapiere das Ganze auf meinem Hintergrund, gucke, dass es halt relativ gut aussieht. Unter das gehäkelte oder umhäkelte Oval habe ich Flüssigkleber gesetzt. Habe noch in meiner Schublade mit den Resten zwei ausgestanzte Wölkchen gefunden. Die sind, ich meine, mit der Lafon-Stanzschablone gestanzt.
Die sind noch nicht mal in der gleichen Farbe gewesen. Das eine war besprenkelt, das andere nicht. Aber ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich keiner außer mir sehen. Und es ist ja sozusagen nur als Erweiterung und so ein bisschen versteckt dahinter. Und ja, so muss ich nicht die Stanzschablone oder Stanzmaschine nicht schon wieder bemühen und konnte meine Reste so ein bisschen aufbrauchen. Ist auch immer ganz nett. Wenn man so kleinere Projekte hat, kann man mit kleineren Objekten gut und viel erreichen. Hier klebe ich dann noch den Spruch oben drauf und dann ist eigentlich das meiste schon erledigt. Ich habe mich aber entschieden, das Ganze natürlich auch so wie auf meinen Karten mit der Pappe zu hinterlegen. Und die Pappe habe ich auf die Designpapiergröße zurechtgeschnitten, das heißt 10,2 mal 5,6 cm. Und das klebe ich dann jetzt quasi drunter und dann erst auf meine Schachtel. So ist das Ganze ein bisschen erhöht, aber wirklich nur minimal. Es fällt fast gar nicht auf. Aber irgendwie mag ich das. Also, ich weiß nicht, manchmal gewöhnt man sich Sachen an, obwohl die man vorher zum Beispiel nicht gemacht hat. Ja, und auch wenn es auf Karten gut funktioniert, warum soll es auf einer Box nicht funktionieren? Natürlich gucken, dass der Abstand ungefähr überall gleich groß ist. Und dann wieder noch eine weitere Schicht, doppelseitiges Klebeband und Tiki Glue. Das ist übrigens ein Zahnarztwerkzeug. Das ist eigentlich, um die zwischen die Zahnlücken oder zwischen Zahn, also in die Lücken zwischen den Zähnen zu gehen, so rum. Aber es funktioniert halt sehr gut, um Folien zu entgittern oder halt auch so wie jetzt hier irgendwas anzuheben, anzulösen. Jetzt habe ich die Schachtel so weit umgedreht, dass auch wenn man sie jetzt aufklebt, dass das richtig rum ist. Das heißt, mein Name, wenn man den umdreht, ist gleich lesbar und das ist nicht verdreht. Ich habe meine Schmucksteine, Halbperlen und ähnliches auch nach Farben sortiert und ich habe auch eine Box mit oder mehrere Boxen sogar mit Stanzelementen, die ich halt öfters nutze. Als ich die Karte gebastelt habe, hatte ich noch einige Sterne über, habe halt diese jetzt auch für dieses Projekt benutzt. Da sind ein paar graue in größer und die kleinen sind in. Ich denke mal aus Glitzerpapier, so ein Glitzer hell, ja hellblau kann man sagen, doch. Und die habe ich natürlich mit Flüssigkleber wieder angeklebt. Das sind wie gesagt Bestandselemente aus Papieren. Ich platziere sie so, wie sie meiner Meinung nach gut aussehen. Und dann habe ich mir gedacht, dass mir das noch nicht ausreicht. Sternchen ist ja schön und gut. Ich habe mich dazu entschieden, meine fertigen Nuvo Drops zu benutzen, was ich auch schon längere Zeit nicht verwendet habe. Ich glaube, Eggplant war die Farbe. Das ist ein helles Blau. Ne, Egg Blue heißt das. Duck Egg Blue. So. Ich habe in einem älteren Video schon bereits gezeigt, wie ich meine Nuvo Drops für mich auf eine Folie einfach ausquetsche. Ich mache große, kleine und sehr, sehr kleine zum Beispiel. So kleine Enamel Dots gibt es gar nicht zu kaufen, so klein wie sie bei mir entstehen. Und falls ich mich dann verdrücke, kann ich dann diese quasi nicht verwenden und zerstöre damit nicht mein Projekt. Muss dann natürlich mit Doppelseiten, also mit hier mit Flüssigkleber, die dann ankleben, weil die halten nicht von alleine. So, da sind wir schon auch am Ende angekommen. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, für die Daumen nach oben, für eure Abos und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.